Ja, hallo liebe Leute, willkommen zurück zu unserem nächsten KiCad 5.0.2 Tutorial. Und heute soll es weitergehen mit unserem Symbol- und Schaltplaneditor mit einem etwas komplizierteren Bauteil. Wir hatten uns ja beim letzten Mal in der Library My Tutorial hatten wir uns den Step Down-Wandler als Symbol angelegt, den LM2596, ein recht einfaches Symbol, und ich möchte euch heute ein etwas umfangreicheres Symbol nahelegen, und zwar das DRA 818 Funkmodul. VHF-Funkmodul ist ein kleiner Voice-Transceiver, 500 Milliwatt von der Firma Dorji. Und hier sind einige Besonderheiten, an denen ich das schön zeigen kann, wie man so einige Besonderheiten in einem Symbol nochmal unterbringen kann. Bevor ich weitermache, möchte ich euch aber noch etwas zeigen. Und zwar habe ich hier mal, ich mache mal eine Diode auf. Wir sehen hier eine ganz ordinäre Diode. Und wenn ihr hier oben unter Einstellungen oder Eigenschaften die Optionen öffnet, seht ihr hier die Anzahl der Einheiten oder Packages, die auch ausgewählt werden kann, wenn man ein Bauteil neu erstellt. Und ihr seht hier eine 1, weil es eben nur eine Diode ist und die auch nur einen Footprint belegt. Wir haben dann hier dazu die Beschreibung der Diode, die Schlüsselwörter dazu und hier auch den Verweis auf das Datenblatt. Hier allerdings nicht wie bei uns bisher gemacht in den Ordner Datasheet, sondern hier einen HTML-Link. Auch das kann man nutzen. Ich empfehle das allerdings nicht, denn so ein HTML-Link hat einfach zwei Nachteile. Erstens, wenn man das Datenblatt braucht, hat man kein Internet nach Murphys Gesetz. Und die Alternative ist, wenn hier Vishay zum Beispiel mal seine Webseite umstrukturieren sollte, kann es passieren, der Link läuft ins Leere und dann geht die Sucherei los. Also es empfiehlt sich vorher, dieses PDF hier runterzuladen, abzuspeichern, dann hat man es immer dabei. Ja, hier sind noch die Bauteil-Aliase, die dazu vergeben sind. Die kann ich hier oben auch in diesem Dropdown-Menü nochmal auswählen. Und ein Footprint-Filter für diesen Footprint der Diode. So, jetzt gibt es aber Bauteile und da gehen wir mal hier wieder raus. Nehmen wir mal einen Vierfach-Op-Amp, den LM324. Wenn ich den öffne, dann passieren hier zwei Dinge. Erstens mal sehe ich jetzt hier oben die Einheiten und hier nochmal eine ganze Latte an Parallel- oder an Alias-Bezeichnungen. Und wir sehen hier unter Eigenschaften bei den Optionen, dass wir jetzt fünf Einheiten haben. Nämlich diese vier einzelnen Op-Amp-Symbole, bezeichnet mit LM, in dem Fall jetzt hier 2902 als Alias auf den 324, mit A, B, C, D für die vier Einheiten. Ich schließe das hier mal. Sehen dann hier die Einheit B, es ändern sich die Pins, dann die Einheit C ebenfalls an den einzelnen Pins und D, und wir haben hier E, die Spannungsversorgung. Welchen Vorteil hat das? Ich schließe hier nochmal kurz den Symboleditor und gehe einfach mal hier in unseren I-Schema hinein. Mit der Taste A komme ich in den Bauteil auswählen oder in den Modus des Bauteileauswählens. Und ich kann jetzt hier den LM324 anwählen und habe jetzt hier die Komponenten A bis E. Und ich kann jetzt also hier zum Beispiel die Komponente A hier platzieren und die Komponente D zum Beispiel hier in meinem Schaltplan und die Komponente E als Spannungsversorgung meinethalben hier unten, nur mal als Beispiel. Und hätte die jetzt hier frei in meinem Schaltplan, um die Verdrahtung im Schaltplan zu erleichtern. Aber beim Erstellen der Platine werden diese vier Einzelsymbole wieder zu einem Gesamtsymbol auf einen Footprint zusammengeführt. Und ich habe das dann auf der Platine als einen gemeinsamen Footprint erleichtert, aber hier das Zeichnen mit
im Schaltplan mit diesen Einzelkomponenten. Das verbirgt sich dahinter und wir werden es jetzt gleich sehen, wenn ich hier ein neues Modul oder ein neues Symbol erstelle, nämlich das Dory 818 Symbol. Und wir hatten uns ja schon eine Library My Tutorial angelegt. Die wähle ich jetzt mal aus. Gehe hier auf Neues Bauteil erstellen, auf diesen Button und gebe jetzt hier ein DRA818 und ich vergebe hier hinten ein X, einfach aus dem Grund, es gibt zwei Varianten von dem Modul, V und U für VHF und für UHF, für das 2 Meter und für das 70 cm Band, die haben aber die gleiche Pinbelegung, halt nur im anderen Frequenzbereich. Wir vergeben hier wieder unseren Bezeichner, das soll mal ein Funkmodul sein, FUMOD, und hier, wie gesagt, wäre es jetzt als Beispiel ein Vierfach Op-Amp, müsste ich jetzt hier 5 einstellen, um hier 5 Einzelsymbole zu kreieren, machen wir natürlich nicht, das DAA ist nur ein einziges, deswegen bleibt hier auch die 1 stehen. Ich hoffe, das ist dann fürs Verständnis jetzt so weit rübergekommen. Wir erstellen die ganze Sache und siehe da, wir haben also hier unser Modul soweit erstellt. Wir schieben erst einmal wieder nach drüben aus der Seite heraus und können jetzt anfangen, unser Symbol zu zeichnen. So, und da bin ich wieder zurück. Ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet, damit das Video nicht zu lange wird. Habe ich hier schon einige Pins mal vorbereitet von unserem Dory-Modul. Und zur Pin-Anordnung vielleicht noch ein Wort. Hatte ich aber auch schon beim letzten Mal gesagt. Man sollte für einen Schaltplan immer Spannungsverläufe von oben nach unten verlaufen lassen. Das heißt also die Plus-Spannungen hier von oben ans Bauteil heranführen oder ans Symbol vielmehr. Und die negativen Spannungen bzw. den Ground hier nach unten, so dass wir also einen senkrechten Spannungsverlauf von positiv nach negativ haben und die elektrischen Signalverläufe von links nach rechts, das heißt die Eingänge hier auf die linke Seite vom Symbol, Ausgänge nach Möglichkeit auf die rechte Seite des Symbols. Das macht nicht immer Sinn, zum Beispiel hier die Ausnahme ist TXT, weil ich da wahrscheinlich eine bidirektionale Kommunikation habe, kann es also auch durchaus mal Sinn machen, hier den Ausgang, den sendenden Ausgang TXT auf die linke Seite zu nehmen oder vielleicht auch beide auf die rechte Seite. Aber wenn möglich, Eingänge links, Ausgänge rechts, negative Spannungen, Ground unten, positives nach oben. Das hat sich eigentlich beim Schaltplan zeichnen bewährt. Ja, wir haben, wie gesagt, hier ganz normale Ein- und Ausgänge. Und wir sehen jetzt hier zum Beispiel mal einen Active-Low-Pin. Und dieser Active-Low-Pin hat also hier diesen Strich drüber. Und wie man den erstellt, möchte ich euch jetzt zeigen. Wir gehen hier auf unser Symbol zum Pin erstellen und wir wollen also den Squelch-Ausgang. Den Squelch-Ausgang, der ist auch aktiv low. Sehen wir hier im Datenblatt. Hier Squelch ist ein Ausgang und für aktiv low, das heißt der Audio Amplifier ist on im Datenblatt. Und wir geben hier vor unserem Pin-Namen eine Tilde ein. Tilde erreicht man mit der Taste Alt-GR und dem Pluszeichen und geben jetzt hier Squelch ein und ihr seht, hier wird dieser Strich drüber mit automatisch eingefügt von KiCad. Pin-Nummer ist die Nummer 2. Der elektrische Typ ist ein Ausgang und wir wollen ihn natürlich nach links orientieren, weil wir den auf der rechten Seite anbringen und dann können wir den hier entsprechend positionieren. Damit ist dieser Aktiv-Low-Ausgang gesetzt. Ja, dann haben wir hier den Pin 2. Halt, ich sehe, ich habe mich verschrieben. Es muss der Pin 1 sein. Dann können wir wieder mit der Taste E auf Edit gehen und hier das in die Pin-Nummer 1 ändern. So, wir sehen dann hier als nächstes den Pin 2, 4, 11, 13, 14, 15. Die sind nicht connected. Und zwar stellen wir da ein mit Edit hier als NC für nicht connected, dann die jeweilige Pin-Nummer, die Orientierung und wir wählen hier aus nicht angeschlossen
und können hier auch noch den Haken für nicht sichtbar entfernen. Und damit sind die hier ausgegraut und werden dann im Schaltplan auch nicht angezeigt. Ich gebe aber trotzdem immer diese nicht connecteden Pins mit an. Das hat den Vorteil, dass man dann im Footprint auch die Nummern sauber zugewiesen hat. Ja, was fehlt uns noch? AF out. Hopp. Haben wir schon gemacht. So, uns fehlt noch High-Low. Ein Wort an dieser Stelle zu diesem High-Low-Pin. Man kann den auch unbelegt lassen, also floated, dann kommen aus diesem Modul 1 Watt. Ich empfehle das nicht. Die 500 Milliwatt reichen vollkommen aus und das Bauteil hält auch deutlich länger durch als mit dem 1 Watt. Ich gebe das zu bedenken. Auch das wieder ein Aktiv-Low, Pin 7 Input, also auf die linke Seite. So, H-L, unser Pin Nummer 7, das ist ein Eingang und die Tilde nicht vergessen, damit unser Pin angezeigt wird. So, rotieren und wir wollen natürlich auch die ganze Sache sichtbar machen. Sollte man natürlich einstellen. Ihr seht schon, jetzt im Tutorial ist das die Übungskünstlichkeit. Ich switche hier oft hin und her, schalte hier vieles ein und aus. Das ist ein Haufen Klickerei. Ich empfehle, sich bei diesen Pins aus dem Datenblatt eine Liste mal handschriftlich rauszuschreiben und entsprechend zusammenzufassen. Erstmal alle Eingänge, alle Ausgänge, alle nicht connected, auch mit den PIN-Nummern dazu. Und so kann man gerade bei großen Bauelementen mit vielen Anschlüssen das zusammenzufassen und trifft dann zum Beispiel hier für den elektrischen Typ Eingang einmal die Auswahl und erstellt dann erstmal alle Eingänge, schaltet dann um auf Ausgänge, alle Ausgänge und so weiter. Das spart einen Haufen Hin- und Herklickerei und man hat auch schnell mal einen Fehler, weil man hier irgendwo mal das Umstellen vergisst. Und so wie mir es jetzt eben auch gerade passiert ist. Und man kann sich dadurch viel, viel Ärger sparen. So, ich mache eine kurze Pause, stelle das Bauteil noch fertig und dann melde ich mich gleich wieder. So, da bin ich wieder zurück. Alle Pins jetzt soweit erstellt. Und abschließend sollte man gerade bei solchen Bauelementen mit vielen Anschlüssen prüfen, ob man hier auch jeden Ein- und Ausgang richtig zugewiesen hat. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal hier oben zeige die Pin-Tabelle. Und wir sehen jetzt hier eine Pin-Tabelle, wo alle Pins angezeigt werden und wir sehen hier, mit welchem Typ sie beschaltet sind. Und ganz bewusst hier an dieser Stelle mal eingebaut, zwei Fehler. Und zwar hier AF-Out ist kein offener Kollektor, das ist ein Ausgang und MIG-IN soll ein Eingang ja sein. Und das ändern wir. Das heißt, ich kann also jetzt hier nochmal mit der Taste E für Edit auf MIG-IN gehen, stelle das entsprechend um auf Eingang und hier bei 3 auch mit E für Editieren auf Ausgang umgestellt. Und ich kann jetzt wieder hier die PIN-Tabelle öffnen und entsprechend prüfen. Das ist die Variante 1. Variante 2 ist, ich gehe hier oben auf Einstellungen, allgemeine Optionen und kann hier zeige elektrischen Anschlusstyp einblenden. Und man sieht jetzt hier dahinter Ausgang, Ausgang, Spannungseingang, Spannungseingang, Eingang, Ausgang, Eingang oder nicht angeschlossen wird dann hier mit dahinter geschrieben. Auch so kann ich schnell prüfen, ob meine Pins richtig belegt sind. Und das ist auch eine schnelle Möglichkeit, das hier anzeigen zu lassen. Aber wird unter Umständen etwas unübersichtlich. Ihr seht, hier ist ein großer Text immer dazu, wird also ein bisschen und kann umständlich werden, das mit der Übersichtlichkeit. So, jetzt wollen wir hier noch schnell ein bisschen anordnen, die ganze Geschichte. Wir schieben das hier mit Move, mit der Taste M, die einzelnen Pins oder wir markieren und er fängt bereits selbst an zu schieben die entsprechenden Pins in der Gesamtheit hier zusammen. Dann
Schieben wir das hier noch ein bisschen weiter nach außen, denn wir wollen ja noch unsere Bauteilbezeichnung unterbringen, die wir hier etwas aus der Mitte herausgeschoben hatten zum Anfang. So, mit Move und Auswahl über das einzelne Feld können wir jetzt hier nochmal unsere Bauteilbezeichnung und den Bezeichner platzieren und abschließend fügen wir dann unseren Rahmen ein. Wenn wir anschließend auf die Rahmenlinie klicken, können wir diese Optionen hier editieren und wir wollen den Hintergrund füllen. Das erhöht etwas den Kontrast dann im Schaltplan. Und abschließend kommen dann hier wieder die Beschreibungen dazu. Der Link zum Datenblatt unter KiCad Datenblatt. Und da haben wir hier irgendwo unser DRA, wo ist es? Na, nehmen wir das. So, die Bezeichnung Funkmodul 500 Milliwatt VHF und UHF, Schlüsselwörter Funkmodul, DRA 818. So, Bauteil-Aliase hatte ich ja bereits erwähnt, müssen wir hinzufügen, denn es gibt ja zwei Varianten. Einmal die V-Variante für das 2-Meter-Band und DRA 818U für das 70-Zentimeter-Band. Soweit dazu. Und hier hinten würde ich jetzt den Footprint-Filter hinzufügen. Das spare ich mir jetzt an dieser Seite, weil den Footprint möchte ich euch noch zeigen. Auch da gibt es wieder einige Spezialitäten und dazu dann im nächsten Video mehr. Ja, anschließend können wir hier nochmal die Textfeldeigenschaften ändern, indem wir hier den Feldwert nochmal als Artikel, als Pfad eingeben mit einem relativen Pfad. Halt, das ist Windows Data Sheet / DRA 818V.pdf. Auch hier wäre dann die Zuweisung. Und damit hätten wir eigentlich schon alles eingestellt, was einzustellen ist. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und beim nächsten Mal erstellen wir dann den Footprint. Hier können wir nochmal prüfen, ob das PDF geöffnet wird. Funktioniert, hat also alles soweit geklappt. Das ist dann unser Symbol für das DAA 818 Funkmodul von Dori. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.